Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren zombie-verseuchten Folge Resident Evil 4. Wir sind zurück. Ich bedanke mich fürs recht herzliche Bewerten der so glorreichen letzten Folge und natürlich auch, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Zwischen der letzten und dieser Folge ist eine längere Aufnahmepause passiert, wie das manchmal bei mir einfach so ist. Man muss ja auch immer die Zeit finden, um alles aufzunehmen. Aktuell läuft auf dem Channel auch nur Resident Evil. Ich versuche das so langsam wieder, dass zwei Projekte wenigstens laufen. Und ein kurzer Abstrich, sag ich mal. Sons of the Forest ist aktuell pausiert, weil von meinem Bruder Tom der PC kaputt gegangen ist und deshalb wird das aktuell pausiert. Also bitte nicht wundern, ich habe das jetzt nicht als extra Video oder so auf den Channel gebracht. Ich habe zwischen den Folgen, zwischen der letzten Resident Evil 4 Folge und dieser, bin ich beim Händler gewesen und habe einige Sachen schon aufgerüstet. Also wenn ich hier mal den Tune Shop gucke, wir können nämlich jetzt die ganzen Sachen nochmal mehr verbessern auf maximale Stufe 5. Und da habe ich zum Beispiel das Messer auf der Haltbarkeit habe ich schon auf 4 gemacht. Ich habe die Schutzweste habe ich repariert. Ich habe die Angriffskraft der Red 9 habe ich schon auf Stufe 4 gebracht, überall. Und habe die Magazingröße sogar schon komplett abgegradet. An der Schrotflinte habe ich noch nichts weiter gemacht, weil wie ihr seht, das kostet alles jetzt schon enorm viel Geld. Habe auch noch nichts am Scharfschützengewehr oder so gemacht, auch noch nichts an der Magnum, weil wie gesagt, kostet alles mega viel Geld. Ich habe einen weiteren Schatz gefunden, den wir mit der Ashley noch holen konnten. Ich zeige euch das mal auf der Karte ganz kurz, wo das war. Und zwar, wenn man sich die Karte anguckt, hier, da konnte man mit Ashley ja hier quasi noch hochgehen und hatte hier in diesem Raum einen Schatz. Das war dieser Götze, den ich gefunden habe, den hier. Und der bringt 15.000 Peseten. Ansonsten den Kelch der Buße, den können wir abgeben. Und die kunstvolle Halskette können wir auch verkaufen. Die bringt 52.000. Haben wir auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Kohle, 100.000 insgesamt, um Sachen auch schon wieder aufzurüsten bzw. zu tun. Und ich würde auch sagen, dass wir das jetzt nochmal, bevor wir die Red 9 auf maximale Stufe 5 bringen in ihrer Gesamtheit, würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen auf die Schrotflinte, nehmen die hier mit der Angriffskraft auf Stufe 4. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Und vielleicht sollten wir auch die Angriffskraft der Stingray noch erhöhen oder wir lassen die erstmal so. Vielleicht findet man auch noch ein anderes Scharfschützengewehr. Wir werden sehen. Man kann jetzt auch immer Spezialupgrades für die Waffen freischalten. Da gibt es ja auch mit diesen Peseten hier zum Beispiel dieses Spezialupgrade-Ticket, die man kaufen kann. Wobei man wohl nur dieses eine kaufen kann. Ja, also wir werden sehen, wo es noch hingeht, was wir hier vielleicht noch so holen bzw. bekommen werden. Wir haben die Schrotflinte jetzt erstmal noch, was ihren Schadenskraft angeht, nochmal eine Stufe erhöht. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig. Und jetzt werden wir uns weiter im Laufe des Games bewegen. Und zwar müssen wir jetzt hier wieder zurück in den Irrgarten. Fische haben wir doch jetzt hier keine mehr drin, oder? Die haben wir doch zwischen der letzten Folge und dieser Folge, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir die, glaube ich, sogar alle noch. Ja, die haben wir alle noch rausgesammelt. Das ist echt gut, weil Fische so ein, ja, so ein wichtiger Heilungsfaktor. Oh, Alter. Wo kommt denn der Hundi her? Holla, die war. Ist hier ein rotes Kraut? Oder sind das einfach nur Blumen? Sind Blumen, okay. Alter, wo kam denn der Hundi jetzt her? Okay, wir müssen, glaube ich, einfach nur geradeaus dort hoch. Weil wir haben ja jetzt hier diese drei Fahnen in der letzten Folge runtergelassen. Sodass dieser Weg hier aufgegangen ist. Mal schauen, wo wir da hinkommen werden. Ach du Jemine. Großer Balsal, so wie es aussieht. Das ist ja schon wieder ein Händler. Krass. Die haben aber keine weiten Strecken. Schießpulver zweimal nehmen wir mit. Was haben wir hier im Schrank? Rohstoffe nehmen wir auch mit. Der Balsal kann nicht weit sein. Okay, das ist also noch nicht der Balsal. Ich höre irgendwas. Hier ist ein Schatz irgendwo, oder? Ja. Hier hängt irgendwo ein Schatz rum. Ach, da. Das ist eigentlich recht schön hier, muss ich mal sagen. Also guckt euch das mal an. Das sieht wirklich, wirklich, wirklich schön aus.
Sag mal hier. Oh, Flintenmunition, nice. Hier ist ein Raum. Da ist der Raum des Händlers. Und wir können sicherlich die Treppe hoch. Ich guck mal hier noch, ob man hier noch irgendwas kaputt machen kann. Welche Statue? Die da oben, oder was? Ja, die können wir uns dann angucken. Bin noch nicht so weit. Möchte mich hier erstmal umschauen. Ashley. Die Tür ist verschlossen. Geht nicht. Die Tür ist verschlossen. Da ist ein verschlossener Schatz. Hier auf. Okay, dann gucken wir hier erstmal rein. Oh. Guten Tag. Ach, kommt hier tatsächlich ein... Hier ist ein neuer Schießstand, oder? So, was haben wir hier für eine Mission? Die blauen Medaillons sind ein Schandfleck und ich will, dass sie verschwinden. Zeigen wir ihnen, dass wir keine Angst haben, dass wir dies nicht dulden. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören in der großen Halle. Wo ist die große Halle? Hier tatsächlich. Wir befinden uns quasi gerade in der großen Halle. Okay, nice. Gut. Die können wir zerstören. Was haben wir hier noch? Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deinen Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung, versteht sich. Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Okay. Er hat neuen Stuff, so wie es ausschaut. Hier ist auch wieder so ein Teil, wo ich irgendwas einsetzen kann, wo ich bis heute nicht weiß, was ich da einsetzen kann. Oh, hallo Fremder. Hm? Hallo. Grüße. Was hast du? Hast du jetzt Neues? Na dann, was kann ich für dich tun? Nö, eigentlich nicht. Das ist, was ich derzeit habe. Du hast jetzt nichts Neues, was gerade eben der gute Händler da hinten nicht auch gehabt hätte. Was hier aber ist, ist ein Schießstand. Okay. Interessant. Und wo geht's hier lang? Ach du Jemine. Sala de Audienzas. Audienzsaal. Warte mal, Audienzsaal? Audienzsaal? Da komme ich ja dahin wieder zurück. Weißt du was? Wir steigen da jetzt einfach mal ein. Dem Ding doch nicht schlecht, oder? Wirst du gleich sehen. Hey, wir sind da. Okay. Jetzt sind wir im Audienzsaal. Und da geht's in die große Halle. Ah, okay, jetzt haben sie hier den Weg zurückgelegt. Hier scheint aber jetzt nichts zu sein, oder? Also, hier könnte ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen jetzt. Um natürlich diese verschlossene Schublade und auch hier diesen Schrank mit der Vertiefung noch, diese Schätze da freizuschalten. Weil ich weiß ja bis heute nicht, was ich da einsetzen konnte, beziehungsweise ob man überhaupt was einsetzen kann. Das weiß ich ja eben alles nicht. Und hier, das ist die Tür gewesen, die damals nicht aufging, oder? Die kann ich jetzt einfach aufschließen. Und hier müsste eine Schreibmaschine sein. Okay, alles klar. Nett. Okay, kurzer Schnitt, denn ich musste gerade einer Freundin in Nöten helfen. Liebe Grüße gehen raus, wenn der Hütti das Video sieht. Ja, musste ich kurz mal unterbrechen. So, wir sind jetzt wieder hier. Und die Tür oben habe ich geöffnet. Das heißt, wir können ja doch noch einen kleinen Schlüssel finden und hierher dann später zurückfahren, um hier zu sagen, man kann jetzt hier diese Schätze noch holen. Das finde ich schon mal wieder gut. Ja. Gut, wir müssen jetzt aber erstmal wieder in die andere Richtung. Also es ist schon wieder ein Part, wo ich 10 Minuten spiele und gefühlt nichts passiert ist und ich mich erstmal wieder stundenlang erklären muss, was jetzt hier eigentlich abgeht. Hey, wir sind da. Ist auch ein bisschen strange, dass dass hier so eine Kutschfahrt ist, also... Naja. So. Was ich nicht so ganz verstehe, wir kommen ja wahrscheinlich noch nachher noch nach draußen, oder? Hierhin. In den Hofgarten oder irgend sowas.
Naja, erstmal wieder hoch zum lieben Kollegen Händler. Hallo, Fremder. Welcome, Stranger. Ich fand das irgendwie im Englischen cooler. Ich müsste es im Englischen wieder spielen. So, und irgendwo hier soll doch jetzt... Da, ein blaues Medaillon sein. Das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Denn so ein paar Spinel, die können wir auf jeden Fall noch sammeln. Was mich auf jeden Fall... Ich werde jetzt noch nicht den Schießstand hier benutzen. Habe ich noch nicht so Bock drauf. Irgendwo hier oben muss auch noch ein blaues Medaillon hängen. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich irgendwo an dem Kronleuchter, oder? Sehe ich das von hier unten? Wahrscheinlich wieder nicht. Wir gucken mal hier hoch zu der Statue. Ah, ich glaube, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist wie in Teil 8 in Village, also im Shadows of Rose DLC, wo man hier diese Köpfe einsetzen musste. Oh. Ein Teil der Burg wird von Ratten überrannt, die fröhlich all die kostbaren Bücher anhagen, aber die Ketzer scheren sich natürlich einen Dreck darum. Mach bitte jemand was gegen dieses Ungeziefer, bevor es zu spät ist. Alle Ratten beseitigen, große Halle. Hier sind wohl Ratten? Ich habe gar keine gesehen. Laufen hier Ratten rum? Ich habe wirklich keine gesehen. Ratten! Ach, da ist es. Ich sag das doch. So, zweites Medaillon. Hier geht's auch rein, so wie es ausschaut. Ich guck mich erstmal weiter um, ne? Oh. Schränke, die ich öffnen kann. Schwere Granate. Das ist nicht gut. Pistolenmunition, das ist sehr gut. Hier ist auch ein Raum. Pistolenmunition, das ist immer nett. Immer gut. So, wir haben zwei Räume. Sowohl hier als auch dort. Ach, da oben quasi, okay. Ist da eine Leiter? Ja, die kann man dann da runterlassen später. Als Shortcut sozusagen freischalten. Da unten war jetzt eine Tür, wo ich lang kann. Und hier oben sind aber auch zwei Türen. Habe ich das richtig verstanden? Oh oh. Hier kommen wir auf jeden Fall in die Galerie. Oh oh, ich höre Gegner. Ach du heilige Schande. Ach du heilige Schande. Handgranate? Das kann ich wahrscheinlich erst später von der anderen Seite loslassen, keine ja? Chance. Okay, hier ist eine Galerie. Da können wir auf jeden Fall dann auch hin. Wir merken uns das schon mal, ne? Alter, so viele Wege, die schon wieder hier nach Rom führen. Das ist ja unfassbar. Oh. Oh, bewegt sich diese Ritterrüstung da hinten? Es sieht so aus. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Schade. Die würde ich nicht verstehen. Oha, flirtet die mit uns oder was? Die Gutste. Ah, ein kleiner Schlüssel, Freunde. Das bedeutet, wir können... Oh, ein grünes Kräuterli, das ist auch nett. Das bedeutet, wir können eine Schublade wieder öffnen. Alter, die große Handgranate ist aber groß. Okay, hier sind Ritterrüstungen. Kann ich mit denen irgendwas machen? Hm, das wirkt irgendwie wie eine Falle. Wenn ich da runterspringe, dann passiert bestimmt irgendwas. Irgendwo soll ja noch blaues Medaillon sein. Ist das unten? Oder da? Da ist es. Da ist es. Ich hab's doch. Aber ich will da nicht runter. Aber ich muss wahrscheinlich irgend... Ich könnte aber auch erst Luis Serra treffen. Na komm, Ashley, wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal. Wir gucken erst nochmal in die anderen Bereiche. Wir haben ja jetzt auch einen kleinen Schlüssel gefunden. So. Das waren die Wege oben. Und wir haben ja noch einen Weg hier unten, den wir auch gehen können. Beziehungsweise sogar zwei, so wie das aussieht.
Hier ist ja auch noch ein Weg. Ach, um Louis Serra zu... Speisesaal. Um Louis Serra zu treffen, muss ich sowieso... Na, muss ich sowieso die... Oh, eine Ratte. Ratte, bleib bitte stehen. Jawohl, da haben wir die erste Ratte. Das ist der Speisesaal? Ach du Jemine. Uiuiui. Groß. Mächtig groß. Aber schön, das sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Eine Schlangenstatue. Brauche ich auch. Alter, wie cool das aussieht. Jetzt mal ohne Flachs. Ah, ein Speisesaal. Essen? Hier? Nee, danke. Warum kann ich ihn sie hier hinsetzen? Wieso kann ich sie an den Tisch setzen lassen? Aber vielleicht muss ich sie irgendwie an den Tisch setzen lassen, damit ich die Schlangen... Ah, guck mal hier. Ich nehme an, das wird ein Rätsel sein. Hey, hast du eigentlich viele solche Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. Oh Gott, die flirten wirklich miteinander, oder? Das war im Original schon so. Okay, sie muss vor einem Tisch mit einem Weinglas sitzen, so wie das aussieht. Und ich als König wahrscheinlich mit hier so einem Krog in der Pfote. Also da, wo ein Brötchen ist. Sie, ach, wahrscheinlich dort. Wartet mal. Ich guck mir erstmal an. Also, sie hat zwei Messer, in der Mitte diese Serviette auf dem Teller, einen kleinen Teller, einen großen Teller, eine Gabel, einen Löffel und ein Weinglas. Das hier ist es schon mal nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das könnte es definitiv sein. Jo, das ist es auch. Das ist für sie hier. Hier muss sie sich hinsetzen. Hey. Okay. Ich denke, das passt. Jawohl. Und ich muss mich jetzt an den Tisch setzen. Ich habe drei Messer, zwei Gabeln, einen Löffel, ein Brötchen und einen Krog. Drei Messer, zwei Gabeln, ein Brötchen. Krog, habe ich auch ein Weinglas stehen? Habe ich auch. Es könnte sogar der direkt sein hier. Weil ich habe ja ein Brötchen auf alle Fälle. Der ist es nicht, es kann nur der da vorne sein. Tatsache. Das passt. Scheint, wir lagen richtig. Ist ja Weltklasse. Hoho, cool. Damit haben wir den ersten Kopf. Den Schlangenkopf. Nice. Ja, so einfach ging's, ne? So einfach ging es dann doch, Freunde. Gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge mit Resident Evil 4. Ich danke wie immer fürs Reinschalten, hoffe, das Video hat euch gefallen. War ein bisschen mehr rumlaufen, wenig Action, bisschen erkunden, bisschen rätseln. Ich glaube, in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall wieder in Richtung Action gehen. Da wird auch wieder was passieren, weil wir müssen ja noch zwei weitere Köpfe finden. Wo die sind, wissen wir schon. Aber das wird ja auch noch spaßig. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Macht's gut, haut rein, bleibt schön gesund und ciao, ciao.